herzlich willkommen zu meiner Lesung auf der UMS. Ich werde lesen aus meinem neuesten Buch Die Zeitarbeiterin, erschienen im Verlag Edition Roter Drache. Meine Hauptperson Mia ist also Zeitarbeiterin, das heißt, sie arbeitet tageweise in irgendwelchen Dienstleistungsjobs meistens. Und ich will euch heute entführen in die Buchhandlung. Achso, das Buch ist erschienen beim Verlag Edition Roter Drache, ist dort über die Verlagsseite natürlich auch erhältlich, aber auch bei mir über meine Seite, falls man Lust drauf hat. Und natürlich signiert, sowohl bei mir als auch beim Verlag. Prost! Beim Zeitarbeiten braucht man natürlich auch viel Kaffee. Moin, sage ich. Als klar wurde, dass die kleine gebeugte Dame mit dem Korb offenbar diejenige mit dem Schlüssel für die Buchhandlung ist. Ich bin die Zeitarbeiterin. Ach, großartig, ich bin Frau Bauer, die Buchhändlerin hier. Kommen Sie rein. Der Raum ist mehrstöckig und verwinkelt. Es geht kleine Treppen hoch und runter und wir müssen erst einmal in den Keller, wo die Räume für das Personal sind. Haben Sie denn schon einmal Bücher verkauft? Nein, aber ich liebe Bücher und Buchhandlungen. So, so. Was ich sage, ist schamlos untertrieben. Bücher waren lange Zeit mein Leben. Ich war ein derart introvertiertes Kind, dass ich die Welt nur mit irgendwelchen Blättern zwischen mir und ihr ertrug. Möglicherweise habe ich, bis ich 15 oder 16 war, keinem Menschen wirklich ins Gesicht gesehen, aber ich hatte Milliarden von Wörtern gelesen. Ich las schlicht alles. Angefangen von Pferdebüchern und Jugendbüchern, über alles, was wir in Reader's Digest Auswahlbüchern zu Hause hatten und was ich im Taschenbuchregal meines Vaters finden konnte. Und das war ja alles nicht wirklich absonderlich, außer ein paar Consalix, die mich bis heute verfolgen. Natürlich auch Thriller, bei denen ich nach 50 Seiten nicht mehr wusste, wer nun der Gute und wer der Böse war. Aber egal, ich musste lesen. Viel schlimmer war, dass ich auch jede Zeitschrift las, die mir in die Finger fiel. Absolut jede. Hauptsache, ich musste nicht kommunizieren. Und so wusste ich schon mit 12 darüber Bescheid, was man einer Frau, eine Frau Erna, Gisela oder sonst eine Ratgeberin fragen könnte. Natürlich auch mal Dr. Sommer, aber den eher weniger, da ich mir die Bravo nicht leisten konnte. Ich war aber über Wechseljahre, Mischhaut und Fremdgehen, über viel und wenig Lust am Sex und Ärger mit der Schwiegermutter, der Tochter oder später der Stieftochter in den Patchwork-Familien informiert. Ich wusste theoretisch, wo Rouge im Gesicht hinkommt, welcher Lidschatten gerade angesagt war und wie groß die Handtasche sein sollte. Es half mir jedoch alles nichts, denn es war bis auf die Rezepte rein theoretisches Wissen. Und ich hatte auch eigentlich kein Interesse daran. Später, als ich es gewollt hätte, merkte ich, dass ich auch nicht dafür gemacht war. Schminke vertrage ich nicht und modische Kleidung, naja, muss man sich leisten können. Aber das Kochen, das kann ich bis heute aus dem FF. Naja, und so beginnt mein Tag in der Buchhandlung, typisch mit dem Einsortieren neuer Bücher. Ich muss mich beherrschen, mich nicht sofort festzulesen. Dann warten wir auf die ersten Kunden. Ich erkunde dabei die Abteilungen, nachdem ich die Bestseller gesichtet habe. Dort ist es wie immer. Krimis gehen einfach. Heutzutage kommen noch Thriller dazu, die man sofort erkennt, da das Titelblatt irgendetwas Graues mit roter Schrift ist. Dann die normalen Krimis der Damen, die so viel schreiben, dass sie doch sicher einen Ghostwriter haben. Und dann kommt irgendwas Belletristisches, also Nachdenkliches, Geschichtliches, mit zerrissenen Personen, Familiengeschichten oder irgendwie halbbiografisch. Dann kommen noch ein, zwei Wohlfühlbücher, die zauberhaft blumig wirken. Für jeden etwas. Also wende ich mich den Regalen zu. Es gibt quasi keine feministischen Bücher mehr, wie zu meiner Zeit, als ich in Buchhandlungen lebte. Nein. Der Satz ist falsch. Ich muss den nochmal lesen, weil der ist andersrum richtiger. Es gibt keine feministischen Bücher mehr wie zu meiner Zeit, als ich quasi in Buchhandlungen lebte, bis man mich rauswarf. Diese Abteilung heißt jetzt Chicklit.
Und im Gegensatz zu früher, wo Frauen in lila Latzhosen von Büchern lernten, dass Männer nicht immer dürfen müssen, sie also nicht sterben, wenn man Nein sagt, war Chiclet eher so etwas wie: Margot erbt ein Häuschen ihrer Großmutter in Parmigiello am äußersten Rand Siziliens. Und statt von der Mafia einbetoniert zu werden, trifft sie Roberto, der ihr beim Aufbau eines Zitronenhains hilft. Margot wird superreich durch ein besonderes Rezept, welches sie in den Ritzen der Holzverkleidung des Häuschens gefunden hat, und heiratet am Ende Roberto, obwohl der nur Blumen pflanzen kann und nicht, wie der Margot nachgereiste Justin, Investmentbanker ist. Uff, das ist so gar nicht mein Fall. Die Abteilung daneben ist Crime. Aber wer jetzt Agatha Christie erwartet, also so richtig schick mit 101 Verdächtigen und am Ende versammeln sich alle im Herrenhaus und der Kommissar klärt alles auf, den erwartet eine Fehlanzeige. Cozy Krimi. Da sterben die Leute ganz blutleer? Ach nee, eine kurze Recherche zeigt: Margot erbt ein Häuschen ihrer Großmutter in Sizilien. Die Mafia setzt sie unter Druck und es gibt ein paar Mordanschläge. Aber Roberto, der wahrscheinlich der Pathologe ist, rettet sie und dann ist da auch das Rezept und Justin. Ach, nee, das ist mir dann doch zu blutleer, wie auch die nächste Abteilung: Vampirromane. Verzeiht mir den Witz. Margot erbt ein Haus in Sizilien. Im Keller lebt Roberto, der Vampir, aber er renoviert nur nachts. Justin, Rezept. Danach wird es erst richtig spannend für mich. Science Fiction und Fantasy. Und in jeder Buchhandlung ist es das Gleiche. Die beiden Genres werden einfach nebeneinander ins Regal gestellt. Dabei sind sie so unterschiedlich. Und es beweist sich auch hier wieder Folgendes: Gerade Fantasy besteht oft aus Reihen. Die Bücher sind richtige Klötze und gehören zusammen. Hier stehen wie so oft aber nur Teil 3 und 5, die anderen fehlen. Und alles durcheinander. Ich beginne automatisch zu ordnen. Ach, diese Sachen, sagt Frau Bauer. Niemand kennt sich hier damit aus. Ich schon, sage ich. Wie großartig würden Sie dann vielleicht, und katapultartig befinde ich mich im 7. Himmel. Ich darf bestellen, Reihen vervollständigen. Wie herrlich, ich siebe ein wenig aus, stelle um und zur Kaffeepause kommt der Chef. Er ähnelt ein wenig dem orangefarbenen Alien, das in Amerika im Weißen Haus saß. Sein Eintritt wird mit viel Harumph und anderen Geräuschen eingeleitet. Er steht dann eine kurze Weile hinter mir, ich räume ein paar Bücher wieder ein, erhebe mich und begrüße ihn. Das hat zu lang gedauert, blafft er mich an. Wenn ich jetzt ein Kunde gewesen wäre. Mir fällt nichts diesem unfassbar unfreundlichen Verhalten ein. Auch die wahre Antwort, dass ich doch gehört habe, wie Frau Bauer ihn mit Herrn Zecke angeredet hat und ich doch wusste, dass die Buchhandlung Zecke dem gleichnamigen Herrn gehört, kommt mir natürlich erst Stunden später in den Sinn. Jetzt senke ich nur den Kopf und höre mir an, dass ich gefälligst immer aufrecht zu stehen und den Kunden anzusehen habe, wenn ich noch einmal hier arbeiten will. Dann zählt er erstmal die Kasse. Sie kennen sich mit dem speziellen Regal aus, sagt Frau Bauer leise zu Herrn Zecke. Aha, Herr Zecke ist nicht beeindruckt. Wenn das Zeug nicht verkauft wird, dann kommt es an den Bahnhof. Herr Zecke hat nämlich auch noch die Bahnhofsbuchhandlung. Und wer kennt das nicht? Man will noch schnell etwas für die Reise kaufen und dann ist da nur ein dritter Teil. Ah, guten Tag, sagt jemand. Achtung, Kundschaft. Ein junger Mann, irgendwo zwischen Teen und Twen, schwer zu sagen, steht vor mir. Ich sehe, Sie haben da zwischen Licht und Schwertern Teil 3 in der Hand. Haben Sie auch Teil 4? Nein, leider nur den 5. Ja, ich brauche aber Teil 4. Ich wollte ihn gerade bestellen. Ist der denn dann morgen da? Ja, spätestens übermorgen. Er nickt. Ah, gut, ich habe nämlich Teil 1 bis 3 schon gelesen. Wissen Sie, davon lese ich alles. Es geht da nämlich um diesen Hieramus, der ist als Weise ausgesetzt und dann von den Schattenkriegern aufgenommen worden. Und wie er so aufwächst, das ist noch im ersten Teil, aber im zweiten lernt man dann, wer seine Eltern sind, denn im ersten weiß man das ja noch nicht. Jedenfalls lernt er alles, um ein Assassine zu sein.
Und da gibt es so eine Schule und wer die leitet, das weiß man erst im dritten Teil. Aber da wird auch schon die Schule des Lichts erklärt. Denn dort ist die Jenny Lynn und die ist auch weise. Aber es gab da diese Prophezeiung und darum hat ihr Vater sie weggegeben und darum ist sie weise, obwohl einer von den Schatten sie aufgezogen hat. Aber sie kommt dann in die Akademie des Lichts. Verstehen Sie? Und die haben das im dritten Teil jetzt endlich die ganzen Hintergründe erklärt und ich muss unbedingt weiterlesen. Ich verstehe. Ich verstehe wirklich. Ich lese viel sowas, er zeigt auf das Regal. Ah, sie haben aufgeräumt. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist sehr spannend. Es spielt auf dem Planeten Gröbelheim und da gibt es die Rasse der Velidier. Die bestehen aus Kolodium und dann, darum kam der Astronaut, als er da auf dieser Welt notlandet, der kann da erst gar nicht verstehen, was die da so machen. Die Geschichte dauert noch eine Weile. Ich höre zu, nicke an den richtigen Stellen und brumme. Immer mehr Bücher landen auf dem Stapel derer, die der junge Mann kaufen will. 9 Stück sind es am Ende. Ich erkläre ihm noch die Vorzüge der Reihe Unendliche Welten der Draaka und Katzaraa, der Stapel wird noch um 3 Bücher höher. Am Ende nimmt er 10 Bücher und hat 4 vorbestellt. Der Chef würde das nie sagen, aber er war beeindruckt, sagt Frau Bauer später leise. Ja, solche Leute sind viel Leser und manchmal wollen sie halt erst mal ein bisschen reden. Einfach nur reden. Der Chef meint, das wäre verschwendete Zeit. Ja, vielleicht weil nie jemand mit ihm reden will. Frau Bauer grinst kurz, dann tippt sie wieder auf die Liste. Bestellen Sie mal. Nach der Mittagspause kommt eine Dame mittleren Alters mit ihrem etwa 12-jährigen Kind. Wir brauchen was zum Geburtstag für seinen Freund, liest er. Was ist das denn für eine blöde Frage? Naja, Sie sind in einer Buchhandlung, also wollen Sie nun ein Buch oder etwas anderes? Ich sagte doch schon, ich brauche was. 13 wird er. Was liest er denn gerne, frage ich den Anhang. Der Junge zuckt mit den Schultern. Weiß nicht. Na komm, wir gehen mal in die Jugendbuchabteilung. Der Sprössling zeigt auf eine extrem erfolgreiche Reihe, das Tagebuch eines Pubertierenden mit Kritzeleien drin und peppigem Text. Nun gibt es, weil Verlage alles, 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 was erfolgreich ist, einfach nochmal machen, davon einige Hybride und ich kann Bobs Geheimbuch und Kevins Kladde verkaufen. Eins für das Geburtstagskind und noch eins für den Sprössling. Ich brauche was für die Oma, Frau mit Ehemann. Die liest noch, am besten in Großschrift. Ist die Oma vertrieben? Hä? Also heute habe ich kein Glück mit meinen Fragen. Ist die Oma vielleicht aus Schlesien oder Pommern? Ja, Ostpommern. Prima, kennen Sie schon? Das ist tatsächlich ein eigenes Genre. Vertriebene schreiben über die alte Heimat. Sehnsucht nach dem alten Gut, der heilen Welt, bevor die Russen kamen und alles vergewaltigten, was seinen Rock trug. Auch hier kann ich mit dem Standardwerk punkten, welches den Duft des Misthaufens unter einer Blühpflanze im Titel trägt. Sie machen das echt gut, Frau Bauer ist beeindruckt. Wie ich sagte, ich lebte quasi in Buchläden und manches bleibt halt immer gleich. Sie nickt. Ja, ja, ich habe Stammkunden, die wollen echte Beratung, sagt sie, aber die meisten kaufen nur, was auf den Bestsellerlisten steht oder das Preisreduzierte. Sie zeigt nach draußen, wo riesige Kisten mit Büchern stehen, die schon den Makel des schwarzen Striches tragen. Ausgepreist. Hallo, ich wollte gerne ein Buch kaufen. Ich beiß mir auf die Zunge, auf ihrer Zunge nämlich, also der Kundin, haben sich ein Bismarck-Hering und rohe Zwiebeln eine unheilige Allianz geschmiedet, die nun als stinkendes Miasma aus der Mundhöhle wabern. Zu welchem Anlass soll es denn sein? Geburtstag! Wer hat denn Geburtstag? Die Lisbeth. Wie alt ist denn die Lisbeth? Was tut das denn zur Sache? Nun, woher soll ich denn wissen, was ich Ihnen empfehlen soll, wenn ich keine Informationen habe? Ich kenne die Bücher hier alle nicht. Sie schon? Die Lisbeth ist meine Freundin. Ah, was hat die Lisbeth denn für Hobbys? Hobbys? Was weiß ich, die ist Hausfrau und Mutter. Hat sie einen Garten? Oder kocht sie vielleicht gerne? Die Dame schüttelt ihren dauergewellten Kopf. Sie selbst ist Mitte 60, aber so gealtert wie meine Mutter. Sehr beflissen, sehr korrekt und sehr auf Äußerlichkeiten bedacht.
Sie kocht halt. Was ist dabei? Und ja, einen Garten hat sie. Soll es denn eher ein Roman oder ein Bildband sein? Was Schönes? Okay, also ich hätte hier Folgendes. Das ist ein Krimi. Nichts Fieses. Nein, das ist nicht fies. Schauen Sie, hier wird zwar jemand ermordet, aber die Ermittlerin ist eine Köchin und Gärtnerin und in dem Buch sind Rezepte und Bilder des Gartens. Ist das nicht herrlich? Die Dame will das Buch nicht mal in die Hand nehmen. Gibt es nicht sowas wie das Traumschiff nur als Buch? Wir gucken das immer. Ja, sicher gibt es das. Es gibt sogar Bücher, in denen Geschichten erzählt werden, die nie im Fernsehen kamen. Wir gehen zu der Abteilung, wo die Bücher zu Fernsehserien stehen. Ach, da ist ja die Lindenstraße. Ach, das ist aber schön. Und das ist der Fernsehgarten. Jetzt greift sie zu Bildbände über Fernsehsendungen, die eigentlich sowas sind wie das Goldene Blatt oder der Gong. Das ewig Gleiche, immer wieder gekäut. Ein paar Promis, Adlige und Rätselseiten, Ratgeber, Rezepte und Reisen. Naja, mir ist das egal. Ich kaufe das, weil das haben wir schon gesehen. Ach so, bitte keine Überraschung. Ne, da waren die nämlich in Afrika. Oh, da ist es. So schön. Und der Kapitän, der war da krank, aber der hübsche Kerl, der mal von dem Sascha Hehn gespielt worden war, das war ein Mann, da waren Männer noch Männer, sag ich Ihnen. Naja, jedenfalls der zweite Offizier, der hat halt alles gerettet. Obwohl da einer sehr krank wurde und die andere sich umbringen wollte. Ja, wie hieß denn die noch? Also, das war die, die in der anderen Serie so eine Kommissarin spielt, wissen Sie? Naja, und dann kam aber ihr Mann, also ihr Ex-Mann, aber am Ende sind die wieder zusammengekommen. Ja. Und der Mann, der war der, der immer bei dem Tatort da dabei ist, wissen Sie? Jetzt sagen Sie doch mal. Naja, egal. Also, wissen Sie, das ist alles einfach so schön. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Leider gehe ich am Abend mit einem schweren Paket nach Hause. Björn kommt und gemeinsam begutachten wir alle meine Schätze. Er hat nicht so viel Ahnung von Büchern, gibt sich aber Mühe. Ja, denn Björn ist, also mein Buch besteht aus diesen Episoden der Zeitarbeiterin auf ihren, bei ihren verschiedenen Arbeiten, aber es gibt eine Rahmenhandlung und Björn ist Teil der Rahmenhandlung. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß auf der Bums. Und hoffe, dass ihr auch am Ende mit einem schweren Paket nach Hause geht und einem leeren Portemonnaie. Denn das hätten all die tollen Leute, die sich hier so viel Mühe gegeben haben, verdient. Bleibt gesund, ich habe euch lieb, macht's gut.